Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Heute ist der 28. August und ich melde mich heute aus Medinet Abu. Das eigentliche Problem, um was es heute geht, ist dieser Tempel hinter mir. Es ist einer der interessantesten Tempel, den es überhaupt auf der Westbank gibt. Er ist unheimlich alt. Man weiß eigentlich gar nicht, wann der erste Stein für diesen Tempelkomplex gelegt wurde. Es ist natürlich nicht genau der, den man hier sieht. Er hat viele Änderungen im Laufe der Zeit erfahren. Und das Problem liegt darin, dass er dem Gott Amun geweiht war. Die Geschichte der Westbank ist immer verbunden mit der Seite der Toten. Das bedeutet also, dass wir hier eigentlich mehr die Totentempel auf diesem Gebiet haben. Und an der Ostseite des Nils ist also mehr vorbehalten den Lebenden. Das sind also die Göttertempel, aber weniger die Totentempel, die sind hier. Und darum geht es eigentlich hier, dass auf diesem Gelände vor langer, langer Zeit stand eine ganz, ganz kleine Kapelle. Und diese kleine Kapelle, die wurde von Hatschepsut gebaut. Und als Hatschepsut dann nicht mehr regierte, kam als nächste Thutmosis III. Und so weiter und so weiter. Letzten Endes haben ganz hier vorne die Römer die letzten Aktionen zu dieser Kapelle getan. Und nun wollen wir uns mal genauer ansehen, wer hat was gemacht. Hier an der Rückseite dieses Tempel der 18. Dynastie hat der Bau von der Hatschepsut begonnen. Und die baute auf einem bereits vorhandenen Fundament ihre Kapelle auf. Sieht man sich heute diese Gegend aus dem Weltall über Google Earth an, so sieht es aus, als wäre hier alles bebaut und das Fruchtland reicht fast bis an den Tempel heran. Das sah vor 3.500 Jahren natürlich anders aus. Und man geht davon aus, dass hier könnte vor langer, langer Zeit eine alte Stadt gestanden haben und dass der kleine Tempel von Medinet Abu ein sogenannter Stadttempel war. Andere Ägyptologen sehen es aber so, dass es sich hier um einen sogenannten Urtempel handelt. Das heißt also, die Schöpfung wird hier nachgestaltet in diesem Tempel. Und das heißt letzten Endes, es war nichts anderes als ein Urhügel, sprich Benben. Wenn wir heute von Hatschepsut sprechen, erinnern wir uns gerne an das Bild auf ihrem Totentempel in Deir el-Bahari. Aber so schön, wie sie dort dargestellt wird, scheint sie wahrscheinlich nicht gewesen zu sein. Sie war etwas burschikos und entsprach gar nicht so den Idealvorstellungen der Pharaonen. Da sieht es bei ihrem sehr berühmten Bruder Thutmosis III. Schon ganz anders aus. Von ihm gibt es unzählige Darstellungen in allen Lebenslagen und er war natürlich auch ein berühmter Feldherr und ein hervorragender Pharao. Und wenn wir so die Bilder sehen und sie halten ihre Opfergaben, dann war es an solchen Opfertafeln, wie sie hier dargestellt werden. Wenn also die Königin Hatschepsut hier bereits gebaut hat und die ersten Räume errichteten, so ist es momentan nicht möglich, in die besten Stücke hineinzugehen, nämlich in die Opfersäle und in die Kammern, in denen die Statuen standen. Interessant ist, dass später hier ein Ringbau erfolgte. Und dieser Ringbau war also da deswegen wichtig, weil der ein Erweiterungsbau war. Durch diesen Erweiterungsbau von Moses bekam dieser Teil als sogenannter Ringhallentempel eine besondere Bedeutung. Leider kann man in den Erweiterungsbau jedoch nicht reingehen, er ist durch Türen getrennt. Natürlich winken immer die Backschische und alles ist möglich, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Als Thutmosis III. Gestorben war, blieb der Tempel auf lange Zeit unverändert. Erst
Nachdem Ramses III. Sein Jahrmillionenhaus in Medina Tabu errichtete, bezog er in seine Bauweise den Tempel des Amun mit ein und dekorierte seine Außenwände, die bis dahin undekoriert waren, mit Ausnahme der Eingangstür. An dieser Stelle des Tempels der 18. Dynastie schloss sich einst eine wunderbare Galerie an aus der äthiopischen Zeit. Aber davon ist leider nichts mehr vorhanden. Aber es muss fantastisch ausgesehen haben. Und eine Galerie von drinnen wäre wohl ein tolles Erlebnis, auch für heute jeden anderen Touristen. Hier kann man sehr deutlich erkennen, dass das der Bereich des alten Tempels war und dass es dann hier zu einem Anbau kam. Und dieser Anbau stammt allerdings aus der ptolemäischen Zeit, denn die äthiopische Epoche hat auch einen Anbau durchgeführt, aber der ging nach Osten. Der heilige See von Medina Tabu ist geheimnisumwittert. Er wurde sehr spät angelegt, nämlich erst in der ptolemäischen Epoche. Und er stand nicht nur mit den rituellen Waschungen der Priester in einem Zusammenhang, sondern man vermutet auch, dass auf ihm Zeremonien mit der heiligen Barke durchgeführt wurden. Auf jeden Fall steht fest, er wurde vom Grundwasserspiegel gespeist. Und beim Betrachten dieser Bilder werden wir rein zufällig auf ein Mysterium aufmerksam, welches sich das Tor zum Nun nannte und was eigentlich auf einer physikalischen Grundlage beruht, aber was in der Zeit der Antike eine wesentliche Rolle spielte. Hier konnte man sehen, noch bevor die Nilschwämme kamen, dass sich das Wasser in solchen Vertiefungen sammelte und nach oben stieg. Und demzufolge glaubte man, dass das ein direkter Weg zu dem Ausfluss des Osiris sei und brachte ihm eine besondere Ehre bei. Der Tempel der 18. Dynastie wurde natürlich auch durch die Baumaßnahmen von Ramses III. In Mitleidenschaft gezogen. Und im Hintergrund sieht man hier das befestigte Osttor. Und somit hatte der Tempel natürlich auch seine Einschränkungen. Allerdings wurde er nie weggerissen oder er wurde nie so beeinflusst, dass der Urgedanke des Tempels der 18. Dynastie in Frage gestellt wurde. Ich habe mich mit Tempelwächtern unterhalten und die haben mir erzählt, dass aufgrund dessen, weil der Tourismus immer noch nicht so richtig in Gang gekommen ist und hier eine schlechte Arbeitsmarktsituation herrscht, die Tempelverwaltungen immer die Einheimischen zu kleinen Reparaturarbeiten oder Aufräumarbeiten heranholen und ihnen einen geringen Stundenlohn zahlen, aber damit verdienen sie überhaupt erstmal etwas. Also auch hier wird gerade aufgeräumt und ein bisschen repariert.
Dieses Tor als letzter Zeuge einer Umfassungsmauer zeigt uns noch heute, wie wichtig doch der Tempel der 18. Dynastie war. Also zusammengefasst lässt sich sagen, die Baumaßnahmen begannen irgendwann in grauer Vorzeit, wurden durch Hatschepsut fortgesetzt. Danach kam Thutmosis III. Und es kamen immer mehr Pharaonen, die ergänzten, die rekonstruierten, die wieder aufbauten. Und das alles ging über die Zeit der Ptolemäer bis hinein in die Römerzeit. Und das, was hier gebaut wurde, war dann so ziemlich der Rest. Natürlich wollten die Römer auch noch etwas erreichen, aber es ging denen dann so wie Alexander dem Großen in Babylon. Sie rissen den Turm ab und bauten ihn nicht wieder auf. Und hier wurde etwas anderes durchgeführt. Sie rissen die Steine vom Hof weg. Wir wollten einen Erweiterungsbau durchführen, sodass aus dem Zwei-Säulen-Saal ein Acht-Säulen-Saal werden sollte. Aber die Zeit hat sie überholt und sie kam nicht mehr dazu. So sind sie allein geblieben, diese herrlichen Säulen mit den herrlichen Kapitellen. Und niemand hat eine Erweiterung jemals durchgeführt. Zurück von dem großartigen Tempel, der noch großartiger werden sollte, blieb eine doppelte Scheintür und es blieben einige Schirmwände und es bleibt der Gedanke daran, dass der Tempel der 18. Dynastie Gott sei Dank heute noch erhalten ist. Der Tempel der 18. Dynastie zeigt auf hervorragende Weise, wie Tempel im alten Ägypten entstanden, vom Allerheiligsten hinaus bis zum ersten Pylon. Und gerade hier wird Schritt für Schritt gezeigt, wie das geschah. Tja, Freunde, und das soll es mal wieder gewesen sein. Das war ein Ausflug zur Westbank und zu dem kleinen Tempel der 18. Dynastie, an dem so oft die Touristen achtlos vorübergehen. Denn sie sehen nur den ersten Pylon des Totentempels von Ramses III. Und alles strömt dorthin, weil das für sie das Highlight ist. Und der Tempel der 18. Dynastie steht nur ein paar Meter abseits und hat so viel zu sagen. Und die meisten wissen es nicht. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.